Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich, der hier mit den Fingern so rumfuchtelt, das ist der Sashi. Ich bin der Christian. Und wir machen wieder heute hier was über den Tag. Ja, heute haben wir den 9. September. Richtig. Und am 9. September haben wir auch ein Geburtstagskind. Ja. Und das Geburtstagskind ist Adam Sandler. Adam Sandler? Adam Sandler. Happy Birthday, Adam. Happy Birthday aus Happy Gilmore. Kennst du Happy Gilmore? Ja, mit dem Golfspieler. Legendärer Spruch, wo der Rivale von Happy Gilmore zu ihm sagt, Leute wie dich, nee, Scheiße wie dich esse ich scheibchenweise morgens zum Frühstück. Dann sagt er, du isst Scheibenscheiße zum Frühstück? Ja. Adam Sandler, war das hier, leg dich nicht mit... Ja, an, ja? Nee, Adam Sandler fand ich nie so doll. Ich fand ihn nur in Happy Gilmore gut. Kindsköpfe. Nee. Doch. Nee, da gibt es ja auch irgendwie die ersten 50 Dates und so ein Zeug. Ne? Ja. Und dann Big Daddy sehe ich noch hier, Billy Madison und so ein Kram. Mr. Deeds hat er noch gespielt und so ein Käse. Ja. Aber Kindsköpfe fand ich lustig. Nee, ich find den Humor von Adam Sandler finde ich nicht so gut. Gut. Nein, nein, nein. No. Kann nicht gut sein. Happy Birthday, Adam. Am 9. September 1990 trafen sich Michail Gorbatschow und George Bush zu einem eintägigen Gipfeltreffen in Helsinki. 1990? Ja. War der George Bush? George Bush. Aber war er da schon Präsident? Oder war er da nur Anwärter? Nee. US-Präsident George Bush und der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow. Aha, okay. Treffen sich zusammen und haben gesagt, hier mal so die Lage abchecken, was geht denn so ab hier, ne? Was hast denn du da so, was kann ich denn dir bieten? Hauptthema war die Krise im Persischen Golf. Natürlich. Worum ging es da? Um die Krise im Persischen Golf. Ja, natürlich. Da war eine angespannte Situation im Persischen Golf. Natürlich wieder ums Öl, ist ja klar. Natürlich, ja. Genau. Da haben die beiden so abgestimmt. Heute am 9. September haben wir aber auch einen Fakt des Tages. Das sieht man so geil, pass mal auf. Ich mach's nochmal. Pass auf, das poppt ja immer so auf, so geil. So. Fakt des Tages! Okay, genau. Ja. Nur zwei Menschen auf der Welt kennen das Rezept von Coca-Cola. Zwei Menschen? Okay. Ja. Sonst kennt es keiner. Ja gut, die machen da ja so einen Riesenbuhai drum. Ja, das schon, meinst du? Das könnte man daraus schließen. Ja. Vielleicht das, was meinst das du? Besonders ausmacht, ja. Also keiner von denen will es irgendwie rausgeben. Also ich habe mit jemandem gesprochen, der einen Geschäftstermin bei Coca-Cola hatte. Du hast mal mit einem gesprochen, der einen Geschäftstermin bei Coca-Cola hatte. Und der sagte, in seiner Präsentation hat sein Kollege dann immer gesagt, Cola, und deswegen ist Cola für uns ein interessanter Kunde und so weiter und so fort. Und dann sagte der eine vom Marketing, der dabei saß von Coca-Cola, sagte, also bevor wir jetzt hier weitermachen, Sie sind hier bei Coca-Cola. Cola gibt es auch in jedem anderen Supermarkt. Und wenn Sie das jetzt nicht hier ordentlich machen, beenden wir das Gespräch. Ja. Also die sind da sehr bedacht auf ihre Marke. Das hast du so ein bisschen wie die Kiewel damals mit Weight Watchers. Hast du ja tausendmal Cola jetzt gesagt, Coca-Cola und so. Es gibt ja auch Pepsi und Afri-Cola. Afri-Cola, Vita-Cola. Vita-Cola, Vita-Cola, ganz berühmt. Die hier aus Hamburg, da die Dingsbums-Cola. Was? Fritz-Cola. Fritz-Cola, genau. Ja, ich habe mit jemandem aus dem Osten gesprochen, also ein Thüringer oder sowas, hat gemeint, die bevorzugen da Vita-Cola, weil sie nämlich, also das ist jedenfalls ältere Semester, weil sie das nämlich nicht kannten. Mhm. Weil Vita-Cola schmeckt ja eigentlich wie Brause. So, aber die bevorzugen die Vita-Cola, weil sie die halt aus der Kindheit her kennen. Und deswegen mögen sie es lieber. Ist voll krass. Ja. Voll krass, sag ich dir, egal. Ja. Auf jeden Fall, Fakt des Tages nochmal. Fakt des Tages! Ja. Haben wir heute rausgekommen am 9. September. Morgen sehen wir uns wieder am 10. September. Mal gucken, was es da so gibt. Richtig. Cheerio, Miss Sophie. Gute.